Jo Moin, im heutigen Clash Royale Video gibt es mal wieder einen Platz 1 der Weltwisch. Viele von euch können es nicht mehr sehen, viele haben gesagt, yo Morten, dieses Deck nervt. Viele haben sich gefreut, okay, Heal Spirit wurde genervt, Scale Dranks wurden genervt, Musketieren wurden genervt. Dieses Deck muss doch endlich tot sein. Nein, dieses Deck ist einfach noch stärker, gebuffter Wolgos, komplett broken gegen Gebäude, richtig, richtig nice. Iris Hunter Kombi für den Feuerbait, unfassbar geil. Heal Spirit immer unfassbar broken und da ihr keine Skelette habt, habe ich noch das Barbell drin, weil ich es über das Glock profiliere, weil du sonst nicht die besten Antworten gegen Bridge-Spell machst. Deswegen finde ich das Barbell extrem nice, den Deck. Wenn ihr keine weiteren Clash schreibt, wie es auf jeden Fall verpassen wollt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, dann lasst sehr gerne ein Abo. Dann denkt gerne an Quellcode Mod und Shop. Dieses Deck ist unfassbar broken. Wenn ihr ein neues, bestes Finish diese Season erreichen wollt, spielt dieses Deck. Es ist relativ pay-to-win-freundlich, aber ihr könnt auch die Musketieren anstatt des Elektrobesetzes noch nehmen und anstatt dem Royal Ghost könnt ihr ganz normal die Skelette nehmen. Dann funktioniert es genauso. Also Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, würde ich sagen, wir springen direkt rein in die Games. Let's go! Durch Lobby. Wieder Ganin. Sollte ein Mirror-Matchup sein. Holy, wie reich. Matchup, sieht so aus. Gucken, ob er da vorne G spielt. Okay. Holy, wie reich. Zu viel Damage, meiner Empfinden nach. Ach, ich hasse es. RG Moore und er ist so weit unter uns. Schmerzt. Schlechter Start, stimmt, Henry, ja. Okay. Ich glaube, wir sind einigermaßen zurück. Wir haben seinen Turm. Ich glaube, unsere Situation ist nicht so bad, weil unser Fischer unfassbar viel Value bekommt. Ich habe das so gut war von ihm. Splash jetzt nicht. MVP Ghost. Okay, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er wird jetzt Fischer predikten. Oder auch nicht. Ja, wir haben gewonnen. Gutes Spiel, Jungs, let's go. Ganz, ganz wichtig, wir sind back. Okay, man sieht, du spielst viel IG.
Der spielt Finalgy. Könnte ein Hachimura-Matchup sein. Oh ja! Ich bin gerade gekommen. Nevermind, Bandit. Oder Bridge Spam. Neuer Bridge-Run-Deck, okay. Der Typ ist tatsächlich low. Nee, das alte Bridge-Run-Deck. Ja, Barbe sollten jetzt am Tor machen, hat sich gelohnt dann. Okay. Jetzt spielt das alte Bildschirm weg. Sollte eigentlich klar gehen, wenn man Fernen Dragon EU ist und so. Wären viele gute Antworten. Jetzt machen wir das in Royal Journey Bull. Ich hoffe, er spielt einfach seinen Rambo da rein. Genau, den machen wir dann nämlich an King. Okay, wir kriegen ein bisschen Damage. Bisschen zu viel, aber es ist noch okay. Alles noch okay. King Ghost halt jetzt an, das ist wichtig. Gute King Activation. Woher wollen wir das? Where goes to the right? Leg to the left. Es ist viel, viel Damage. Okay, auch wenn wir ihn jetzt hier noch leider verteidigen müssen. War kein guter Magic von ihm. Hat ein bisschen reingekotet. Ram ist, glaube ich, zu spät. Ja, ein bisschen zu spät und so. Let's go, gutes Spiel. Let's go, let's go! Unreachable, was spielt... Ja, Philogranin. Es ist immer noch das Royal Hawks Deck. Let's go, wichtige King to Activation. Hä, wie ist er jetzt am Tour? Check ich irgendwie nicht so. Aber wir wollen uns nicht beschweren, er ist auf jeden Fall dran. Für viel, voll viel Damage. Matchup sollte nicht zu schlecht sein.
Dann haben wir Iverson, das muss er noch verteidigen. Und Hockeys vielleicht. Fischer. Okay, das geht jetzt einfach. Hunter rein. Und jetzt gibt es einen royalen Riesen nach hinten. Da wollte er, glaube ich, irgendwas predikten. Großwein. Er hat leider gut verteidigt. Schmerzt. Der ist dran. Der ist dran! Let's gehen. Let's go. Whoa. Gegen den Typen. Gegen den gleichen, Digga. Gegen den gleichen. Graveyard Freeze mit Skelludranks und Barbaren. Ehrenbubble. Hier links ein Feuerbald. Komm jetzt, Barbs. Okay. Ist ein bisschen nervig, aber wir haben halt die Möglichkeit, die Truppen zu spammen. Ich habe das Match aber noch nie gespielt, weil normalerweise spielen solche Leute. Normalerweise spielt kein Schwein so ein Deck. Mega nervig. Release Bird. Aber bisher haben wir noch keinen Damage bekommen. Jetzt werde ich hier mit Barbaren weggespammt, habe ich nicht so Bock drauf. Okay, ein bisschen Damage, aber jetzt nicht allzu viel. Electro Wizard. Junge, der Musketier nervt. Der hat so viel Feuer bei Bait, Hilfe. Ja, wir fällt ein Counter Push. Das wird hier noch stirbt. Ich würde sagen, wir gehen auf der linken Seite mit Royal Giant rein. Guter Feuerball Predict, jetzt sollten wir gewonnen haben. Sehr, sehr gut, Jungs. Wir sind wieder Platz 1. Da, wo wir hingehören. Gut. Let's go. Sehr, sehr solide. Damit sind wir auf Platz 1 global, Digga. Wir sind Platz 1 und Big Smith Platz 2. Sind wir hier in 2012.